Am Dienstag, 21. Juni, feiert der britische Thronfolger Prinz William seinen 40. Geburtstag. Grund genug, mal in der royalen Fotokiste zu kramen und einen Blick auf sein Leben zu werfen. In 40 Jahren tut sich eben viel, vor allem optisch. William wurde vom blonden Wuschelkopf zum Prinzen mit der 200-Euro-Glatze. Die optische Veränderung im Laufe der Zeit sehen Sie in unserem Video oben. Als William am 21. Juni 1982 in London zur Welt kam, verzückte er nicht nur die britischen Royal Fans. Der erste Sohn von Lady Diana 36 und Prinz Charles 73 steht in der Thronfolge des britischen Königshauses von Geburt an auf Platz 2, nach seinem Vater. Für viele gilt der Enkel von Queen Elizabeth II. 96, jedoch schon heute als heimlicher König. Als kleiner Junge hatte der Prinz noch blondes Haar. Und auch als Teenager und junger Erwachsener hat er mit seiner Frisur Mädchenherzen höher schlagen lassen. Eines ganz besonders, das seiner Frau, Herzogin Kate, 40. heute hat das Geburtstagskind zwar nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf, an seinem Charisma und seiner Ausstrahlung hat das aber nichts verändert. Als liebevoller Papa von drei Kindern und bodenständiger Royal gilt William nun vielmehr als große Hoffnung für die Zukunft der Monarchie in Großbritannien. Lesetipp: Sehen Sie hier nochmal die wichtigsten Stationen im Leben von Prinz William. VME